sind jetzt langsam in der Gegend, wo die Lava war, also wir müssen aufpassen hier, dass wir nicht stupide nach vorne fahren. Mit unserer Axt durchs Gewölge und dann auf einmal, hui, Lava, huuhuhu, in your face und so, ne? Das kann nämlich auch von vorne passieren, nicht nur von hinten, das kann aber ganz schnell von vorne passieren. Oder von oben, wenn du was wegkrebst und dann kommt über dir Lava auf einmal runter, das ist auch sehr angenehm. Das ist wohl das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Ich meine, wenn sie unter dir ist und du bist schnell genug mit einer Reaktion, kannst du vielleicht gerade noch so einen Block hinsetzen. Musst du zwar sehr schnell sein, aber es geht. Wenn von oben Lava kommt, bist du verloren. Da gelingt es mir eigentlich besser mit einem Block hinsetzen. Echt? Ah. Ihr merkt schon, dass der Wolke ein bisschen anders ist, aber nehmt sie nicht übel, nee, er hat eine schwere Kindheit gehabt. Ich bin halt so, wenn ich nach oben grabe, gehe ich nie davon aus, dass über mir Lava oder sowas sein könnte. Unter mir, außer ich vergesse es, gehe ich eigentlich schon davon aus. Okay, wie erklärst du denn dann bitte die Lava sehen an der Oberfläche? Die ignorierst du mal gekonnt. Ja. Ja, richtig. Ja, richtig. So, nee, genau so. Unter dem buddel ich ja nicht, also... Ja, aber die sind ja trotzdem überall, weißt du? Ja, du darfst das jetzt nicht so enge sehen, ne? Weil, du hast enge gesagt. Nee, also wenn ich unten halt wirklich in der Mine fahr, halt buddel und so, gehe ich, also weiß nicht, gehe ich immer davon aus, über mir ist nichts. Wenn dann plötzlich von oben etwas runterkommt... Ich zum Beispiel? Dann... Ja, dann ist das immer sehr... Ich hatte, wärst du nicht der Einzige, wenn jemand... Ja. Wenn dem Singleplayer spielt und auf einmal komm ich um die Ecke, dann, ich wäre, glaube ich, einige geschockt. Hero Blind existiert doch! Und halt das aus in eines verrückten kleinen Jungen. Ich bin nicht klein. Verrückt, ja, aber nicht klein. So. Naja... Interpretationssache, würde ich mal sagen. Ich werde dich belängst aus... Ne, ich bin immer noch in den Extreme Hills. Oh mein Gott, okay. Diamanten! Yay! Woo! Mal wieder was da Hand ist, aber nö, das waren nur 4 Stück. Wir haben jetzt 12 Diamanterz, meine Freunde. Super! Aber man muss sagen, der Neverguest hat da bei solchen Sachen auch immer extrem viel Glück. Ich weiß nicht, wie lange ich suchen musste, bis ich überhaupt mal einen kleinen Diamanten gefunden habe. Der Neverguest stiefelt da in irgendwas rein. Ja, da kommen erstmal so Sprüche wie, ich finde hier noch nie was und dann Diamanten. Naja, geht rein, will Eisen finden. Ach, ich finde hier kein Eisen, findet aber Diamanten. Ja. Ach, cool, ich habe hier mal eben so, und dann aber auch nicht kleine Mengen. Nein, teilweise wirklich so ach. Riesenadern. Ach, das Stacks. Wo ich mir so denke, das war auf Magic Mine damals ganz schlimm, ey. Ich in der Wolke war auf Magic Mine, so ein bisschen, also es war nicht im Let's Play, das war so privat. Ein bisschen gefarmt und auf einmal gehe ich da rein, komme mit 32 Diamant-Erzen da wieder raus. Hey! Ja, ich dachte so, ja, wusstest du, was du kennst sicher Froggy noch, gell? Ja. Die wurde gebannt vom Server. Hat das mir einer der Zuschauer erzählt, dass die vom Server gebannt wurde. Ich weiß nicht warum, ich habe nicht nachgefragt. Uh-huh. Aber die soll vom Server gebannt worden sein. Aber Gründe wurden jetzt... Ich habe nicht nachgefragt. Ich nehme mal an, da ist sowas vorgefallen, aber eigentlich war Froggy ja mal eine sehr, sehr nette Person. Ja, ich dachte, die war da auch und hatte die dann nicht auch eine höhere Position. Die war Moderator, ja. Ja. Die höchste Position somit war die. Und auch die ganze Zeit, wo wir gespielt haben, also die war schon vor uns da und auch nach uns. Ja, deswegen. Komisch. Hm. Ne, wer weiß, was da abging. Aber ich will ja sowieso bald Staffel 3 einleiten in Magic Mine. Vielleicht sogar nach Civilization 5 schon. Und vielleicht noch mit einem Wolke, je nachdem wie er da Zeit, Lust, Laune und Geld hat. Keine Ahnung, wie das mit Geld zu tun hat, aber Geld ist immer gut. Geld kann man immer gebrauchen. Ja.
Mal schauen, wie wir das machen. Bin ich immer noch in den Extreme Hills? Ich bin immer noch in den Extreme Hills, Alter. Wie lange gehen die denn bitte? Oh, hier war Lava. Jetzt wäre ich hier bei der Lava geflogen. Ah, siehst du? Aber nur beinahe. Ja. Aber du wärst fast reingefallen. Bam, 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 bam. Gut, okay. Wir sind schon wieder voll. Lol. Ja, schon die Blumen weg. Das ist jedes Mal so. Was ist jedes Mal so? Du willst farm, also hier abbauen und so. Und weil, also mir kommt das immer so vor, du gehst in die Höhle rein und nach 5 Minuten sagst du dir, wie bin ich schon wieder? Ja, das Problem an der Sache, einerseits beschwert man sich natürlich darüber, hey, wieso passt so viel Zeug in die Taschen? Andererseits brauchst du das auch einfach bei dem Spiel. Weil du halt hier mit solchen Riesenmengen an Rohstoffen bauen musst. Es ist schon gut ausgeglichen. Das ist eine angenehme Menge zwischen übertrieben, zum Beispiel sich ganze Brücken in das Inventar reinzupacken. Und nicht zu wenig. Das ist immer so dieser schmale Grat, ne? Naja, aber du bist ja sowieso immer so ein übelster Looter. Ja, ja. Ist schon mein zweites Inventar, was ich jetzt voll hab. Wusste ich's doch. Also wenn man mit Neverguest etwas spielen möchte... wenn man etwas spielen möchte, wo man Rohstoffe einsammeln kann, irgendwie. Ganz schnell. Man muss das gegeneinander machen. Ich glaube, da würde jeder verlieren. Das ist... Nee. Kommst du nicht gegen an. Das ist ungefähr, kann man sich das wohl so vorstellen. Da steht jemand da und denkt sich, guck mal, da sind... Und dann sind sie weg. Ja, wirklich. So liegt kommt so ein, das manchmal vor. Liegt so ein schönes Schwert da. Guck mal, da ist ein... Und Frank hat das schon. Oh, ich weiß noch, bei Cube World... Ja! Was man da alles einsammeln konnte. Ich dachte so, ach cool. Baumwollbäumchen sammelst du. Das war ja auch blöd. Noch Neverguest an dir. Und sammelt im Vorbeirennen einfach mal so das Baumwollding ein. Du stehst davor. Ey! Und ich hab. Und dann drehst du dich rum, denkst du, ach cool, so ein Lebensblümchen. Gut. Oh, hey, eins mal. Gut, lass mal das. Und mir war's gar nicht aus. Punkt habe ich dann aufgegeben. Oh, das Gold. Ich hab dann nur noch gelootet, wenn der Spruch von Neverguest kam, oh, mein Inventar ist voll. Jetzt ist deine Zeit. Wolke, jetzt schlägst du zu. Dann hat er 5. Und dann war mein Inventar voll. Dann hat er 5 Loot bekommen und dann war mein Inventar wieder leer und dann habe ich wieder angefangen. Ja. Ja, aber ich habe ja mal alles brüderlich zurückgegeben. Ja, aber so im ersten Moment war das immer so, nichts so, ach, hey, scheiße, wo ist das hin? Ah! Boah, dieses aus der Dunkelheit heraus irgendwie angehitte oder so. Lol, ich habe einen Minenschacht gefunden. Ich finde ja wirklich... Obwohl die Skelette eigentlich gar nicht mehr so viel aushalten. Ich finde, die sind einfach nur so mega nervig, weil die dich mit ihren Bögen und so übelst auf Distanz halten können. Ja, in der Tat. Ich muss gerade nur mal... Alter, ich habe einen Minenschacht gefunden. Oh, lala. So... Muss ganz kurz mal hier die ganzen... So, habe ich jetzt erstmal 24 Fackeln. Na gut, das reicht doch nicht. Machen wir nochmal 8. Na. Tschüpser. Na dann, auf in den Minenschacht. Würde ich sagen. Wie viele Minenschächte hast du denn eigentlich schon?
Nein, das ist jetzt so ein, diese Minenschächte mit dem Holz drin. Kennst du das? Wow! So ein richtiger, so ein fertiger schon. Ja, und da war gerade ein Creeper, der mir einfach mal BAM in your face gezeigt hat. BAM! Und da ja überall Lava ist, dachte ich gerade schon das Schlimmste, aber da war noch Stein drunter. Oh, jetzt nicht mehr, sehe ich gerade. Glück gehabt. Na, ich habe gerade 12 Diamanterz, 3 Smaragderz, 24 Golderz und noch Tonnen anderem Spaß dabei. Das wäre echt uncool, wenn ich jetzt hier runterfallen würde. Und da sehe ich ein neues Smaragderz. Genau vor meinen Füßen. Es ruft förmlich, loote mich! Nimm mich! Nimm mich! Ja, ja, das ist schlimm. Hui, wenn die Menschen dann schon Halluzinationen bekommen. Und ich brauche eigentlich auch die ganzen Schienen hier, weil wir wollen ja auch noch ganz viele Schienen bauen. Deswegen muss ich jetzt mal gucken, was ich jetzt wegwerfe hier, weil jetzt wird's... Ah, es ist doof, du triffst solche Minen immer genau dann, wenn dein Inventar schon längst voll ist. Das ist immer so. Ich hatte es auch einmal. Es ist mir bis jetzt noch einmal vorgekommen. Und das war mega... Scheiße. Ich in eine Mine rein, nö. Und da habe ich Diamanten gefunden. Waren zwar nur 3 Stück, aber immerhin 3 Stück. Will die einsammeln und stelle fest, hey, dein Inventar ist voll. Und ich hatte das aber nur mit Sachen voll, die wirklich wichtig waren. Und da dachte ich mir so, Kacke, was machst du denn jetzt? Gold! Tja, letztendlich habe ich 3 wichtige Sachen rausgehauen. Das ist dann aber immer so ärgerlich. Ich ärgere mich dann immer. Ich bin gerade auf so einer Fläche gelandet, die damals, wisst, habe ich dir vielleicht mal erzählt. Es war noch damals so in den Dingern so Holzflächen vorgesehen, wo dann Bossmobs spawnen sollten, die großen. Die haben sie dann aber doch wieder rausgenommen. Da war ich gerade drauf. Und hab ein bisschen Gold gefunden. Ein bisschen Gold. Aber in der Pferdetour, das geht ja auch voll cool voran. Ich habe schwarze Pferde. Smaragd! Aber inmitten von Lava, da muss ich die Lava erstmal ausgrenzen. Aber kein Problem. Nichts hindert mich an meinem Smaragd. Nein! Ich habe ihn falsch abgebaut. Nein! Nichts kann mich daran hindern, dieses Blub. Lava, Mist! Ne, nicht auf die Art. Ich baue die ja alle im, ich habe ja so eine Behutsamkeitshacke und will die alle im Erzformat noch abbauen, weißt du wie? So. Und damit ich, falls ich mal eine Glücksaxt habe, dann mehr rauskriege. Das ja, habe ich gerade nicht gemacht aus Versehen, weil ich habe ja 2 Äxte dabei. Aber ist nicht so schlimm, passt schon. Passt schon. Lass mal ein bisschen Brot hier essen. Was ich wirklich an den Minen hasse, sind die Minispinnen. Und ich warte schon drauf, dass ich gerade gleich in den Gang reinrenne, wo sich diese befinden. Kennst du das? Du rennst um die Ecke in der Mine, denkst du, hey, und dann wumm, kommen immer 3 Minispinnen auf dich zu. Denkst du, nein. Und noch viel penetranter finde ich die Hexen gemacht. Also wenn ich eine Hexe sehe, da habe ich mehr Angst als vor einem Enderman davor. Weil da haut die dir einfach mal so einen Drang entgegen, der 20 Sekunden lang Vergiftung auf dich macht. Ja, klasse. Wenn du da vorher schon mal angehittest wurdest von irgendwas, dann war es das für dich. Ja, dann kannst du gut Nacht sagen. Deswegen stelle ich bei Hexen prinzipiell eigentlich, nachdem ich sie besiegt habe, erstmal den Friedvollmodus an, damit ich mich erstmal wieder beruhigen kann, bevor ich sterbe dann. Also auf Deutsch, ich cheate da ein wenig. Hier ist gerade auch Obsidian ohne Ende, könnt ihr euch auch abbauen, aber... Ich habe gerade keinen Inventarplatz frei. Oh! Hab das Spinnding gefunden. Es hängt genau über einem brodelnden Lavasee. Ich freue mich jetzt schon dagegen zu kämpfen.
Ernsthaft, wie soll ich dagegen kämpfen, ohne zu sterben? Da sind genau über dem Lavasee.